Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, dieser Antrag von Herrn Witzel ist schon bemerkenswert. Zunächst hatte ich beim Lesen den Eindruck, die FDP hätte sich tatsächlich von ihrem pauschalierten Geschrei privat vor Staat verabschiedet. Liberales Unternehmertum mit all den Risiken, die damit verbunden sind, soll durch fürsorgliche staatliche Einflussnahme geschützt werden. Ja, dieses große Bedauern, Herr Witzel, Sie hatten Ihre Redezeit schon. Doch letztendlich ist es wie immer. Es liegt uns ein Klientelantrag von Ihnen vor, den wir natürlich sehr gerne im Ausschuss beraten werden, ausgiebig beraten werden und sicherlich auch lange beraten werden. Herr Weske hat eigentlich schon alles Inhaltliche dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Deshalb will ich mich also gar nicht mehr lange in dem verlieren, was alles ein wenig merkwürdig an Ihrem Antrag ist. Allerdings vom ländlichen Raum, Herr Witzel, da haben Sie wirklich keine Ahnung. Wir brauchen da nicht gerade eine Lotto- und Toto-Annahmestelle. Die sind nämlich noch überall vorhanden. Da kommt jeder hin, der möchte. Da gibt es andere Probleme, als den ländlichen Raum mit Lotto- und Toto-Annahmestellen zu bereichern. Ihr Rechenbeispiel zur Gebührenerhöhung erweckt den vollkommen falschen Eindruck. Ich weiß nicht, was das eine Art sein soll von seriösem Antrag, den Sie uns hier vorlegen. Noch nicht ganz. Ich meine, Sie sind mittlerweile schon zu fünft wieder hier. Das zeigt auch, welches Interesse Ihre Fraktion damit hat. Sie sind fast zwar noch genauso stark wie die CDU heute hier bei der Anwesenheit. Aber wie gesagt, wir werden Ihren Antrag gerne überweisen in dem Ausschuss, wo wir dann auch beide sind. Wir werden ihn ausgiebig beraten, lange beraten und freuen uns schon darauf. Und nunmehr wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Und eine gute Sommerpause.